Servus Maria. Hallo, grüß dich. Du, es gibt jetzt da ein neues Gesetz von der Regierung. Aha. Wonach den Versicherungen irgendwas mit Sex vorgeschrieben wird. Ah, also das ist bestimmt irgendwas ganz anderes. Was hast denn du da wieder gehört? Na du, ich hab da gehört, irgendwas mit Universalsex und Gesetzesänderung. Ach Mann, das glaube ich nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Weißt du, was wir da machen? Wir rufen jetzt beim Schneidermax von der Allianz an. Der kennt sich da aus, der macht das Ganze seit 40 Jahren. Und schauen wir mal, was der dazu sagt. Rufst du mal schnell an? Ja, dann rufen wir an. Schneider? Hallo Herr Schneider, ich habe eine ganz blöde Frage. Was gibt's denn da mit Universalsex oder sowas? Na Herr Meier, da haben Sie sich irgendwie verhört. Das ist aber was ganz anderes. Aber ich kann Ihnen das ganz einfach einmal erklären. Vielleicht können Sie sogar 20% oder 40% noch sparen das Jahr. Ab dem 21. Dezember 2012 zahlen Frauen und Männer für Versicherungen einheitliche Tarife. So will es das Unisex-Urteil des Europäischen Gerichtshofes. Bisher gilt das Geschlecht als sogenannter Risikofaktor, der den Preis der Policen bestimmt. Laut Statistik leben Frauen zum Beispiel länger als Männer. Sie zahlen deshalb deutlich mehr für private Rentenversicherungen. Ob und wie viel Frauen und Männer mit den neuen Tarifen sparen, hängt immer vom Einzelfall ab. Also extrem ist bei der Pflegeversicherung. Bei der Pflegeversicherung, vor allem auch bei einem Mann, der meinetwegen über 50 ist, da ist der Beitrag, der sich dann ergibt, um teilweise 40% teurer ab nächsten Jahr gegenüber jetzt. Maximilian Schneider und seine Mitarbeiter warnen vor vorschnellem Abschließen oder Kündigen einzelner Policen. Bei der Allianz Generalvertretung in Deuerlingen können sie in Ruhe vergleichen, was für sie in Frage kommt. Es geht immer darauf raus, will ich etwas machen, was will ich machen? Und das muss ich dann vergleichen, ob das billiger oder teurer wird. Aber wenn ich jetzt noch gar nicht weiß, ob ich überhaupt was machen will oder vielleicht in 2 oder 3 Jahren, dann würde ich das einfach dann machen, wenn ich es wirklich brauche. Aber wenn ich irgendwo was im Kopf habe, wo ich sage, das möchte ich jetzt machen, dann nehme ich den Part und den Part, vergleiche das, wird es billiger, dann würde ich logischerweise sagen, bis Ende Dezember, also sprich bis zum 21. Dezember, müsste das davor abgeschlossen werden oder nicht. Mit der nötigen Ruhe und dem richtigen Partner können Sie also mit den neuen Unisex-Tarifen durchaus sparen. Lassen Sie sich also nicht verwirren, sondern fragen Sie Ihre Allianz.